Ja, mein Name ist Hendrik Stuppe, bin Oberarzt an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am KMG Klinikum Güstrow. Und mein Spezialgebiet ist die Hernienchirurgie. Hernien sind Brüche der Bauchdecke, am bekanntesten wohl der Leistenbruch. Aber es gibt auch Narbenbrüche oder epigastrische Nabelbrüche. Und diese gilt es zu reparieren, da sonst Komplikationen auftreten können, wie Einklemmung des Darmes in dieser Bruchlücke. Daher sollte man eigentlich jeden Bruch der Bauchdecke operieren. Das Problem ist einfach, dass die Bauchdecke an der Stelle schwach ist. Und je älter man ist, desto schwächer ist auch das Bindegewebe dort, sodass man dann mit Netzen arbeitet. Auf diesem Poster haben wir unsere 8 Jahresergebnisse der Reparation von Narbenbrüchen vorgestellt. Es ist hier von uns eine minimalinvasive Operation der Narbenbrüche optimiert worden. Diese Operation haben wir so optimiert, dass wir sehr gute Ergebnisse damit erzielen konnten, was also das Wiederauftreten belangt. Und wir führen 4-mal im Jahr Kurse für andere Ärzte aus ganz Deutschland durch, wo diese Ärzte dann sich diese Techniken von uns auch abschauen können. Auf diesem Poster sieht man hier jetzt minimalinvasiv, also mit einer Kamera in den Bauchraum geleuchtet, sieht man hier zum Beispiel einen großen Narbenbruch. Man sieht hier noch 3 weitere kleine Brüche. Das kann man minimalinvasiv eben auch viel besser sehen, als wenn man das mit einem großen Schnitt eröffnet. Man sieht dann hier zum Beispiel Fettgewebe aus dem Bauchraum, was sich in diese Lücke stülpt. Das wird als erstes gelöst, das sieht man hier, sodass nur die Bruchlücken frei sichtbar sind. Und dann wird ein Netz zurechtgeschnitten und mit Fäden verankert. Von außen werden diese Bruchlücken aufgezeichnet. Und dann bringen wir dieses Netz, hier sieht man das ganz gut, in den Bauchraum ein. Und dann wird das Netz fixiert von innen. Hier hinten sieht man zum Beispiel auch mit solchen kleinen Tackern. Die lösen sich später auch wieder auf. Das ist also nur, damit das Netz dort eben an der Stelle anwachsen kann. Und das untere Bild zeigt eigentlich, dass es minimalinvasiv ist. Wir haben also nur 3 kleine Zugänge und hier kommen diese Fäden zur Fixierung, zur Darstellung. Zu über 92% ist es ohne jegliche Komplikation. Wir haben eine sehr geringe Rezidivrate, das heißt also ein sehr geringes Wiederauftreten der Brüche. Wir haben praktisch keine Wundinfektionen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den offenen Operationen. Und es gibt auch keine Magen-Darm-Probleme nach solcher Operation. Die Operation ist eine Leistenhernienoperation bei einem Mann, die wir minimalinvasiv als sogenannte TAP operieren. Das heißt also 3 kleine Einschnitte in Narkose am Bauchnabel und rechts und links vom Bauchnabel, über die wir dann den Bruch präparieren und dann mit einem Netz versorgen von innen. Und in den allermeisten Fällen wird dieses Netz angeklebt mit einem Fibrinkleber.